Hallo, liebe Freifarm-Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht in diesem Video heute um den Väteraufruf für Kinder, den ich für einen Verein halte, der eine Gefahr ist für das Wechselmodell. Ja, der Väteraufruf für Kinder setzt sich in der Öffentlichkeit für das Wechselmodell ein. Ja, das behauptet er, steht auf seiner Website. Aber in Wahrheit ist er ein Gegner des Wechselmodells und ich erkläre euch warum. Und ich sage auch gerade heraus, das Beste ist, wenn der Väteraufruf für Kinder komplett von der Bildfläche verschwinden würde. Der Väteraufbruch gehört abgebrochen. Das ist ein Verein, der Kindern schadet in Deutschland. Und der Bundesvorstand ist eine echte Gefahr für die gleichberechtigte Erziehung in Deutschland. Bevor ich darauf eingehe, warum das so ist, möchte ich die Regionalverbände oder wie es heißt, ich kenne mich mit diesem Vereinsdeutsch nicht aus. Ja, Verein habe ich noch nie interessiert, bin Individualist. Auf jeden Fall, ich möchte die VfK, ja, Väteraufruf für Kinder, Gruppen vor Ort ausnehmen, also Karlsruhe, Köln und so weiter. Weil die machen vor Ort zum Teil hervorragende Arbeit, helfen den Leuten. Und es geht mir hier um den Bundesvorstand, der bigott ist, ja, der tut so, als würde er sich für das Wechselmodell einsetzen. Tatsächlich ist er eine Gefahr für das Wechselmodell. Okay, warum? Ich habe gestern einen Kommentar von dem Markus Witt gelesen, der ist noch der Bundesvorstand. Vorstandsvorsitzender, bla bla, wie gesagt, Vereinsstrukturen interessieren mich in feuchten, ihr wisst schon. Und der Herr Markus Witt hat einen Kommentar auf Facebook geschrieben, er schreibt, dass unser Rechtssystem, ja, sinngemäß, so viele Möglichkeiten böte, wenn die Beteiligten den Willen dazu hätten. Und darin zeigt sich, dass er absolut keine Ahnung hat, wie strukturell diskriminierendes Familienrecht ist in Deutschland, wie autoritär und totalitär. Und dass es einfach nur entweder naive Dummheit ist, sowas zu schreiben, dass wenn die Beteiligten den Willen hätten, unser Rechtssystem ja schon vieles möglich machen würde. Oder dass er gerade heraus so darin verfangen ist, dass er da, wie soll ich sagen, kollaboriert mit diesen Vorgängen. Auf jeden Fall, was ist daran falsch? Ja, hört sich ja alles erstmal so butterweich und nett an und völlig unschuldig, was der Herr Markus Witter so von sich gibt in diesem Kommentar. Aber das ist brandgefährlich, weil der Väteraufbruch für Kinder hat vor 2 oder 3 Jahren zusammen mit der Projektgruppe Doppelresidenz heißt sie, glaube ich, einen Beschluss des BGH kommentiert. Und in diesem BGH-Beschluss von November 2021 wahrscheinlich geht es darum, dass ein Vater, ja, nicht ich, meine Geschichte ist ähnlich, aber der Vater, den kenne ich, in dem es im BGH-Beschluss geht, der hat mit seinen Kindern über das Wechselmodell geredet. Und da hat der BGH in seinem Leitsatz entschieden, wenn, ja, der Vater hat mit den Kindern über das Wechselmodell gesprochen und es fehlt ihm an der Loyalität zur Mutter. Deshalb geht das Wechselmodell nicht. Und der BGH hat auch noch festgehalten, dass der Vater die Kinder manipuliert hätte. Und was schreibt der Väteraufruf für Kinder zusammen mit der Projektgruppe Doppelresidenz? Er schreibt, dass, ja, wenn es eine Manipulation war, ja, dann ist ja klar, ja, man darf ja Kinder nicht manipulieren. Und daran sind zwei Sachen falsch und völlig verlogen und einfach, ja, ich erkläre es euch, bevor ich mich hier aufreg. Beruhige mich erstmal und erkläre es euch. Moment kurz. Also, das sind zwei Dinge, die da nicht passen bei der Einschätzung vom Väteraufruf für Kinder. Und zwar erstens,
Manipulation. Ich mach's ein Beispiel. Die Mutter ist Rassistin, hat was gegen Schwarze. Der Vater sagt den Kindern, egal welche Hautfarbe jemand hat, man sollte ihn respektieren, er hat die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen. Sagt der BGH, der Vater hat die Kinder über Toleranz aufgeklärt, hat mit ihnen darüber gesprochen, dass Schwarze die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen. Es fehlt ihnen an Loyalität zur Mutter. Deshalb geht das Wechselmodell nicht, ja? Oder irgendwas anderes, ja? Ihr kriegt die Idee mit. Der Vater hat eine Meinung, die ist inklusiv, die ist tolerant, die ist plural, ja? Er sagt, hey, ist okay, wenn die Kinder beide Eltern haben. Plural fängt bei zwei an, ja? Aber der BGH sagt, da fehlt ihm die Loyalität. Ich bringe noch ein krasseres Beispiel, damit es auch dem Letzten klar wird. Die Mutter sagt, ich hasse meinen Nachbarn, ich bringe ihn um. Ich meine, das ist todernst, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kinder sagen das dem Vater, der Vater sagt, man darf einem anderen Menschen das Leben nicht nehmen, jeder hat ein Recht auf Leben. Der BGH sagt, dem Vater fehlt es an Loyalität zur Mutter. Okay, ist es manipulierend, wenn man seinen Kindern sagt, hey, alle Menschen haben die gleichen Rechte, müssen würdevoll behandelt werden, egal welche Hautfarbe sie haben, oder jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Natürlich ist es manipulierend, ja. Jede Interaktion zwischen Menschen ist manipulierend. Auch ohne Worte ist man manipulierend. Schon nur allein, wie man jemanden anschaut, ist eine Manipulation. Jeder Kommunikationswissenschaftler weiß, Kommunikation ohne Manipulation geht nicht. Ja? Die Frage ist, ist es eine negative Manipulation der Kinder? Und das Recht auf Leben ist eine Manipulation, die auf den Werten unseres Grundgesetzes beruht, also unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Genauso auch das Recht eines jeden Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, würdevoll zu leben. Ja, und dass er respektiert wird, ist auch auf den Grundfesten des Grundgesetzes. Ja, das gehört zu dem Wertesystem. Und das Wechselmodell genauso, weil natürlich haben Kinder das Recht, von beiden Eltern erzogen zu werden. Also kann es schon mal keine negative Manipulation sein, wenn man das Wertesystem des Grundgesetzes anwendet, dass ein Vater über das Wechselmodell mit seinen Kindern redet. Moment. Also, wir haben jetzt Manipulation abgefrühstückt, völliger Blödsinn, dass es eine Manipulation sein kann, eine negative. Zweiter Aspekt, Loyalität zur Mutter. Da hat der Bund, der Federaufruf für Kinder, sich entlarvt, ja, indem man sagt, oh ja, wenn es eine Manipulation ist, dann geht es natürlich nicht. Naja, innerhalb welchen Kontext wird denn die Manipulation bewertet vom BGH? Allein auf der Grundlage, dass die Mutter eine andere Auffassung hat als der Vater, ja? Und die Mutter, die das Wechselmodell nicht will, die ist im Grunde die Rassistin in dem Ganzen. Die ist diejenige, die das Leben anderer Menschen nicht achtet. Ja? Die zwei Beispiele, die ich gebracht habe. Also der BGH sagt einfach, also dahinterliegende Logik ist schlichtweg, wenn Eltern nach der Trennung sich nicht einig sind, dann muss ein Elternteil die Führerrolle übernehmen. Und ich sage ganz bewusst Führerrolle und nicht Führungsrolle. Weil eine Führungsrolle würde ja dann die Frage aufwerfen, wie soll man denn führen? Was sind die Werte, nach denen man führt? Ja? Aber eine Führerrolle ist einfach nur ein Elternteil, der dominiert, der Diktator oder die Diktatorin ist den Kindern gegenüber, der muss dann respektiert werden von dem anderen Elternteil, der nicht die Führerrolle hat. Ja, und der BGH hat gesagt, hier hat die Mutter die Führerrolle und der Vater wagt es, mit den Kindern über ein Thema zu sprechen, gegen das die Mutter ist. Der Vater muss sich der Mutter unterwerfen. Ja, er muss Loyalität zeigen. Und das ist eine ganz simple, ganz dumme Denkweise, nämlich Kinder brauchen autoritäre Erziehung. Nichts anderes sagt der BGH. Der BGH
Seine Glaubensmaxime ist, Familie ist keine Demokratie. Kindern geht es am besten, ja, es entspricht dem Kindeswohl, wenn sie entweder zwei Eltern haben, die zusammenführen, ja, sich einig sind, und wenn sie es nicht sind, dann geht es halt ein Elternteil, weil wir opfern die plurale Erziehung durch zwei Eltern. Wir tolerieren nicht andere Meinungen zwischen Eltern, ja, wobei der BGH nicht sagt, die Meinung oder die Meinung ist schlecht, sondern er macht es aus der autoritären Erziehungsstruktur heraus. Er sagt, uns doch völlig egal, wo sich die Eltern unterscheiden in ihren Meinungen. Es wird einfach ein Elternteil genommen, der die Dominanz hat, die Diktatur ausübt gegenüber dem Kind und der andere hat sich dem zu unterwerfen. Das ist die ganz simple autoritäre Erziehungslogik des BGH. Und die ist natürlich völlig außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ist ja logisch, ja? Aber das Mantra des BGH ist, Familie ist keine Demokratie. Und das ist reaktionär und totalitär, weil wenn der Staat, wie es der BGH hier macht, eine Erziehungsstruktur seinen Bürgern aufoktroyiert, nämlich hier eine autoritäre, dann wird der Staat totalitär. Also das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Der BGH sagt nicht, wir wollen, dass Kinder autoritär erzogen werden, sondern der BGH sagt, wir wollen eine Erziehungsstruktur, in der Eltern das Kind dominieren. Und wenn die Eltern nicht zusammen, also gleichgeschaltet dominieren, sondern nach der Trennung uneins sind, dann wählen wir einen Elternteil aus, weil uns geht die Dominanz über alles. Ja? Autoritäre Erziehung über alles in Deutschland. Und ihr wisst, woher das kommt in der deutschen Geschichte. Wilhelminisch, Nazizeit, schwarze Pädagogik. In dieser Tradition befindet sich der BGH. So, ich hoffe, das ist klar geworden. Wenn nicht, dann stellt Fragen. Hier Kommentare im Video oder Freifarm Twitter-Account. Überall, wo es geht, ja, Facebook sind wir ja mit Freifarm. So, zurück zum Väteraufruf für Kinder und dem Kommentar des Herrn Markus Witt. Ihr lebt in einer Kindeswohldiktatur gegen Trennungsfamilien. Der BGH will autoritäre Erziehungsstrukturen. Und jetzt kommt der Herr Markus Witt und sagt, ja, also wenn die Beteiligten den Willen haben, ist in unserem Rechtssystem vieles möglich. Ja, Markus Witt, wenn du nicht auf den Staat angewiesen bist, sondern dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin willens ist, mit dir zu verhandeln, dann lässt dich der Staat in Ruhe. Dann greift er nicht ein. Ja? Das ist auch wieder ein wichtiger und feiner Unterschied. Erst wenn du quasi auf den Staat angewiesen bist, weil dein Partner oder deine Partnerin, Ex-Partner, Ex-Partnerin dir die Kinder vorenthält, dann tappst du in die Falle und musst dich der autoritären Erziehungslogik des BGH unterwerfen, nach der alle Familiengerichte entscheiden. Solange du es selber hinkriegst, ja, achtet der Staat die Elternautonomie. Er greift nicht ein. In der Situation ist sozusagen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der sozialen Sphäre oder öffentlichen Sphäre, ja, wir haben ja ein demokratisches System, die gilt dann auch für die Familie, wenn ihr selber könnt. Wenn ihr es nicht selber könnt und den Staat um Hilfe bittet und ihr denkt, dass die Familie ja Nukleus der Demokratie ist, ja? Nein, in Deutschland nicht. In Deutschland ist die Familie nach Ansicht des Staates eine autoritäre Erziehungsgemeinschaft. Und Gemeinschaft ist hier noch nett ausgedrückt, ja? Es ist eine Erziehungsdiktatur. Das erwartet man von den Eltern. Das heißt, ja, natürlich hat der Markus Witt insofern recht, dass wenn die Beteiligten nur den Willen haben, dann erlaubt es unser Rechtssystem. Ja, wenn du aus dem Rechtssystem draußen bist, in dem Sinne, dass du nicht auf die Gerichte angewiesen bist, dann lässt dich das Rechtssystem in Ruhe. Aber sobald du darauf angewiesen bist,
weil dein Grundrecht auf Kontakt zu den Kindern vom anderen Ex-Partner nicht gewahrt wird, dann hast du auf gut Deutsch verschissen. Weil du brauchst dann nicht davon ausgehen, dass du das Wechselmodell kriegst, wenn's die Eltern, oh ja, Vater oder Mutter, also der andere Partner nicht will. Weil dann habt ihr einen Dissens, ihr seid nicht mehr diese autoritäre Erziehungsgemeinschaft, die gleichgeschaltet ist. Und dann kriegt ihr eins übergebraten und einer von euch verliert auf jeden Fall die Kinder. Das ist die Logik des BGH-Beschlusses vom 1. Februar 2017 zum Wechselmodell. Schaut euch den genau an. Wenn Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, ist das Wechselmodell in der Regel nicht möglich. Ich sage genau dieses. Also, wir haben jetzt zwei Beschlüsse vom BGH, den von 2017 und diesen von 2021 oder 2020, aus dem ganz klar hervortritt, dass der BGH eine autoritäre Pädagogik verfolgt. Das Mantra ist, die Familie ist keine Demokratie. Und der Väteraufbruch für Kinder identifiziert sich mit dieser autoritären Erziehungslogik. Na? Die gehen mit bei dem Punkt, ja, ist Manipulation, was völliger Blödsinn ist, weil mit den Kindern über das Wechselmodell zu reden, ist im Einklang mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Wechselmodell ist die plurale Erziehung. Das Wechselmodell ist die demokratische Erziehung. Das ist keine negative Manipulation. Das Residenzmodell ist eine negative Manipulation. Ja, wenn ein Elternteil sagt, ich will das Wechselmodell nicht, dann befindet sich dieser Elternteil außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ist das Gleiche wie zu sagen, Schwarze sind nicht gleich wie Weiße. Und wenn ich meinen Nachbarn hasse, dann darf ich den auch töten. Gleiche außerhalb unseres Wertsystems stehende Auffassung. Und der Väteraufbruch für Kinder ist brandgefährlich, weil er die autoritäre Logik des BGH unterstützt. Die ganze scheinpsychologische Argumentation, die rein auf autoritäre Erziehungslogik basiert. Also ich habe das Gutachten gelesen in diesem Beschluss, wo die Loyalität zur Mutter angeblich fehlt. Und ich weiß, wer es geschrieben hat. Ich weiß, zu welcher größeren Gutachtergemeinschaft das gehörte. Sowas kannst du nur als Gutachter schreiben, wenn du autoritäre Erziehungslogik internalisiert hast. Sonst nicht. Das ist ein Gutachten, das außerhalb unseres Wertesystems steht. Aber der BGH steht ja auch mit seinen Entscheidungen außerhalb unseres Wertesystems. Von daher wird der Federaufbruch hier nichts machen, wird sich nicht gegen die Rechtsprechung stemmen, sondern diese aufrechterhalten. Und es ist besser, wenn der Federaufbruch verschwindet, ein Markus Witt verschwindet von der Bildfläche, damit Mütter und Väter, die Hilfe brauchen, nicht mehr darauf hereinfallen, sondern verstehen, der Federaufbruch unterstützt die Rechtsprechung, die mir meine Kinder nimmt, auf Basis autoritärer Erziehungslogik. Und letztes Wort noch. Leute im Federaufbruch werden ja oft als Väterrechtler degradiert. Das gefällt ihnen gar nicht. Ich muss sagen, wer auch immer als Vater eine autoritäre Erziehungslogik verfolgt und die autoritäre Erziehungslogik des BGH unterstützt, ist ein Väterrechtler in dem Sinne, dass er einfach nur selber der dominante Elternteil sein will. Ja? Weil wer die Logik dahinter nicht verstanden hat, tickt noch nach der autoritären Pädagogik. Sonst würde er es erkennen, sonst hätte er da ein Störgefühl mit dem, was der Väteraufbruch für Kinder macht. Also ich kann verstehen, wenn Menschen, ja, die, ich sag mal, das heißt, wenn sie sehr weit links verortet sind, ja, und schon wieder totalitäres Freiheitsverständnis haben, ja, aber sagen wir mal, die sind weit links und reklamieren für sich, dass sie für absolute Toleranz einstehen, ja, wie auch immer. Ich kann verstehen, dass die Menschen sagen, abschätzig, das sind Väterrechtler.
Und ich erlebe es auch in Diskussionen mit Leuten, die beim Federaufbruch sind oder den Federaufbruch verteidigen. Die bringen überhaupt keine Argumente, die greifen mich persönlich an, die konstruieren irgendwelchen Bullshit. Und diese Reaktionen sind alle genau die gleichen wie in der schwarzen Pädagogik von autoritär erziehenden Eltern. Ja? Typisch ist zum Beispiel, dass man ein Kind entwürdigt, ihm unter Sachen unterstellt, ja, du machst ja immer, du, ich kann mich gar nicht auf dich verlassen, ja, du bist immer unzuverlässig, ja? Und dieses Wort immer ist eine Herabwürdigung der gesamten Person. Und genau gleiches höre ich von den Verteidigern des Federaufbruchs für Kinder. Ich kann nur sagen zum Abschluss, der Federaufbruch für Kinder ist ein Zombie. Er hat sowieso nichts geschafft in Deutschland, das Wechselmodell. Warum nicht? Weil er der autoritären Erziehungslogik darin verhaftet ist. Und natürlich deshalb genau das Gegenteil von dem bewirkt und macht, was er sich auf die Fahnen geschrieben hat. Der Federaufbruch für Kinder muss weg. Es ist eine Gefahr fürs Wechselmodell. Danke fürs Zuschauen, liebe Freifahrt-Zuschauer, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.